Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Mein Name ist Dr. Skill. Wir haben die Gruft geöffnet und wir suchen nach einem Helm. Das kann doch schon schief die gehen. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Genau solche Sachen sind doch dann, wo alles schief geht. Ein paar Teller verrücken. Revelio. So, was haben wir bei mir gelernt? Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Lodgok wird sich ärgern. Oh. Den sollte ich Lodgok zeigen. Die lernen jetzt immerhin etwas. Es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben. Oh. Okay. Haben wir jetzt den Fast Pass? Ja, gut. Ging jetzt auf jeden Fall schneller wie erwartet. Gut. Habt immerhin. Was kann ich erzählen? Kann ich was erzählen? Eigentlich versuche ich gerade nur ein bisschen die Stille zu füllen. Bis wir gleich wahrscheinlich in eine Zwischensequenz geraten und verklickern müssen, dass da der Helm nicht mehr war. Wir aber den Siegelring gefunden haben, der natürlich extrem krass ist. Und ja. Oh. Ja, achso, ich dachte, er ist nicht da. Sind wir jetzt einfach hier so? Ja, wir sind einfach hier so rausgekommen. Okay. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ah. Ich bin alleine. Ich kümmere mich darum. Gut, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Okidok. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Ups. Jetzt kann ich fliegen. Schauen wir mal. Drüben müssten die ja sein. Haben die da oben auch ein Lager? Schauen wir mal kurz. Ich will gar nicht so schnell fliegen. Gucken wir uns mal ganz kurz um. Das sieht eher aus wie so ein Aussichtspunkt mit Teleskop. Haben die uns schon gesehen? Ich glaube nicht. Moment mal. Wir machen uns mal kurz unsichtbar. So, von den Zaubern her. Lassen wir dann eigentlich nur switchen. Obwohl, wir können mal so machen. Dann haben wir hier unser Angriffsdeck. Größe, das hilft. So. Wenn wir das einmal kurz anschauen, wie die hier so aufgestellt sind. Drüben mit drei. Haben die denn für ein Problem? Oh, das war aber ein hoher Sprung. Ah, ein Waldtrottel. Kommt der wie gerufen? Was hast du getan? Das wirst du büßen. Dafür stirbst du. Expulso! Wir wirf einen Gegner mit Depuls in den anderen. Die gerade alle gestorben. Expulso! Da sind sie. Die Erschwinderin. Expulso! Tatsächlich. Gut, vielleicht sieht uns der Waldtreu nicht. Oh. Ich glaube, der hat uns vielleicht doch gesehen. Ortego! Stufe! Oh, der ist auf jeden Fall nicht schwach. Expulso!
von Frinko. Incendio. Protego. So. Gut. War eigentlich gar nicht der Plan. Das war es. War einfach. Das ist für Rookwood. Okay. Das war ein schwerer Fehler. Gut, wenn du meinst. Kurz sammeln. Oder sammeln? Ich will sammeln. Das wirst du noch bereuen. Ach, wir können keine Megatränke mit. Ah, okay, und ich wundere mich, ich will aufheben. Nix geht. So, hier muss auch noch was sein. What the top? Was sehe ich hier nicht in der Mitte? Kann was sein, laut die Karte. Ist nicht. Gut, wir haben den Helm auf jeden Fall gefunden, haben gegen den Bergtroll gekämpft. Warum, wir hatten den Waldtroll, Entschuldigung, oder? Ja. Ja, mal wieder interessant, was man hier so an Gegnern findet. Würde ich nur einmal noch ganz kurz, weil das hatten wir gefunden. So, ne, Ausrüstung bitte. Ich bin auf Einstellung gegangen. Gucken, ob mein neuer Mantel, den wir gerade gefunden haben, besser ist. Nee, nicht wirklich. Dann sehe ich auch gerade keinen Grund, den zu wechseln. Um ehrlich zu sein. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. So. Haben wir den Helm. Die Aschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch, Lord Gok. Ich verstehe, warum Sie ihn zurück wollten. Dass Sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Ja, stimmt wohl. So. Und hier geht die Sonne wieder auf. Na toll. Schauen wir mal, was haben wir denn jetzt noch so an Aufträgen? Der Turm war schon da, jetzt ist es da. Herausforderungen. Aufträge? Was ist das? Dann schließe ich auch Aufträge ab. Gegen Belohnungen? Hab ich denn das noch nicht vorher gesehen? Aha. Interessant, warte mal. Können wir das jetzt so einfach... Also ist das dann einfach das Erscheinungsbild, was wir hier ändern können? Xperlach, Handschuhe, okay. Legendäre, die sehen ja cool aus. Okay, jetzt wartet mal. Muss ich ja jetzt einmal kurz gegenprüfen, was das denn jetzt zur Bedeutung hat. Jetzt dieser... Ja, aber ich glaube, Schall braucht man nicht. Es wirkt sehr nach Sommer aktuell. Legendärer Umhang. Oh. Okay. Warum nicht? Und hier legendär gepanzertes Gewand. Oh, jetzt werden wir aber cool. Alright, festhalten. Kobold hergestellten Helm. Ah, das wäre der. Nee, ich finde, das sieht mit der Schiebermütze da schon ein bisschen cooler aus. Persönliche Meinung. Deswegen lassen wir es so. Hey. Sieht aus wie so ein richtiger Krieger. Ja, gefällt mir. Ah. So, wieder zurück. Heute noch was prüfen. Aufträge. Ach, dann sind Herausforderungen und Aufträge. Na klar, ist was Unterschied. Finde heraus, was dringend. Wer spricht mit Gladwin Moon? Aber die ganzen Nebenquests hier auch noch vor uns. Ich hätte jetzt erstmal geschaut, was der Hausmeister von uns möchte.
Der ist auf jeden Fall hier. Okay. Dann lasst uns mal gucken, was wir tun können. Aber ich finde das Outfit ehrlicherweise sehr cool. Ah, jetzt steht da oben, dass alles aktualisiert wird. Hätte ich das mal früher gewusst. Na gut, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich noch nicht so früh das geile Zeug gehabt und bla 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 und so weiter und so weiter. Finde aber, es steht uns. Muss man ja auch mal sagen. Ja, also diese Panzerrüstung und so weiter. Hat irgendwas in meinen Augen. So, schauen wir mal, welchen Eingang wir idealerweise benutzen. Wäre natürlich extrem cool, wenn es quasi markiert, welcher Eingang der beste wäre, um hier reinzugehen. Ich glaube, es wird hier einer sein. Schauen wir mal kurz am Boden. Hier rum. Sieht nämlich so aus, als wäre es dann hier direkt um die Ecke. Betreten wir die große Halle. Jetzt übernutze ich endlich mal wieder Effekt nutzen. Ja, schnell. Hier waren wir auch noch gar nicht, ne? Hätten wir das Flohfeuer hier schon freigeschaltet gehabt. Das ist ein geiler Witz, ja. Hat sich sehr schön gereimt. Ja, das war doch schnell. Warten wir kurz. Dürfte auch gleich immer da sein. Ja, super. Mal schauen, was der Hausmeister von uns will. Auch sehr stylisch für einen Hausmeister, aber ich meine, da können wir mithalten. Gut. Zum Glück haben wir einen mutigen Schüler, der sich der Bedrohung durch... Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie die Statue erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem... Wandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Rebellion sehen kann. Akio! Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe.
Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguise auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohomora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Okay, dann wissen wir Bescheid. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet euch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.